Hallo Freunde und recht herzlich willkommen zurück zu Twilight Princess. Im letzten Part haben wir die vergessene Dorf, das vergessene Dorf abgeschlossen. Und ich habe mich gewundert, warum hier weder eine Geisterseele ist, noch die Sidequest. Ich habe mich jetzt mal so halb informiert und die sind wohl jetzt noch nicht da. Und ich habe so eine Vermutung, wann ich diese beiden Quests erledigen kann. Also eine Quest und eine Geisterseele. Nämlich müssen wir jetzt diese Pfeife, versuchen wir es mal in Nacht zu behalten, wa? Müssen wir jetzt eh Ilya zurückgeben. So. Na, da wundert sich der Bulblin, wa? Ich verpiss mich einfach. Egal. Wir müssen ja Ilya diese Halskette jetzt mal zeigen. Und danach müssen wir eh nochmal zurück ins Dorf. Kann ich schon mal spoilern, das vergessene Dorf. Und ich bin bald tot. Deswegen ist es ja eigentlich gar nicht so schlimm. Ich schätze mal, dann sind die wieder da. Lass uns das doch gemeinsam herausfinden. Mega lag. Warum? Mann, Spiel, ey, das ist doch eine Scheißaktion von dir. Aber was soll's. Oh, ich muss hier gerade voll aufstoßen. Kann ich mich schon mal entschuldigen, weil irgendwie werde ich von Tag zu Tag jetzt immer kranker. Kränkerer. Und bald bin ich wahrscheinlich tot. Aber es macht nichts. So. Ilya. Du, wir kennen uns, nicht wahr? Ja. Ich erinnere mich. Es roch nach Gras. Das hört sich falsch an. Das war vor langer Zeit. In den 60ern. Wir waren beide noch Kinder. Oh, scheiße. Egal. Du warst immer an meiner Seite. Habt ihr es gesehen? Da ist gerade eine Träne runtergelaufen an ihrer Wange. Ich weiß nicht, ob du das gerade gesehen, ob ihr das gerade gesehen habt, wegen der schlechteren Qualität. Link, du bist es. Gott, ist das kitschig. Well. Oh Mann. Das hier wollte ich dir vor deiner Abreise geben. Link, ich hoffe, du wirst es mögen. Du erhältst die tönerne Flöte. Ilya hatte sie für dich selbst gemacht. Damit kannst du Epona rufen, auch wenn kein Gras in der Nähe ist, in dem du rauchen kannst. Öffne mit bla 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 bla, ja. Ich warte hier auf dich. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Meine Nase läuft, das ist eklig. Och Mann. Warum muss ich denn jetzt krank sein? Link, du erinnerst dich doch noch an diesen Stab aus den Wolken, von dem ich dir erzählt habe, oder? Weißt du, es ging aber eigentlich um einen Herold der Wolken, der einen Stab bei sich hat. Diese Alte, die mir geholfen hat, zu fliehen, hat mir davon erzählt. In der Heimat dieser Frau wird seit langem etwas aufbewahrt, das der Herold der Wolken braucht. Und sie wartet auf sein Erscheinen. Es handelt sich um etwas, das nur dem Herold der Wolken, der einen Stab trägt, ausgehändigt werden darf. Deshalb konnte die Alte auch nicht aus ihrem Dorf fliehen. Link, hast du denn eine Ahnung, wer dieser Herold der Wolken, der einen Stab bei sich trägt, sein könnte? Skyward Sword? Naja. So. Genau, jetzt müssen wir nochmal zu dieser Omi da zurückkehren und ich hoffe, dass wir jetzt diese Quest da machen können. Und ich erinnere mich auch noch an die Quest. Warte mal. Cool, weil ich gerade durch die Tür gegangen bin, ist überhaupt gar keine Zeitverzögerung. Wow, so flüssig konnte ich schon lange nicht mehr spielen, ey. Das muss ich ausnutzen. Wartet. Oh, geil. Oh, so. Okay, Farben.
Schade, dass wir da keinen direkten Warper haben. Beam me up mit einer, wollte ich sagen. Und dabei habe ich mich gerade voll verschluckt und muss husten und sterbe gerade. Ich hätte mir was zu trinken hier hinstellen sollen. Da hinten steht was, aber da komme ich jetzt nicht an. Das hätte wenigstens meine Stimme ein bisschen geölt, dann würde ich nicht so eklig schweigen. Naja, egal. Geradeaus, ne? Boah, gleich müssen wir erstmal, ich glaube, das kommt jetzt gleich schon. Nachdem wir nochmal nach Kakariko zurückgekehrt sind. Und dann werde ich auch die, Spenden abgeben. Ich möchte nur, dass es jetzt Nacht bleibt, damit wir die Geister sie noch holen können. Und dann dürfen wir nochmal durch ganz Hyrule gehen und bestimmte Dinge suchen. Und das werde ich dann, wie gesagt, ausnutzen, um nochmal nach Herzteilen, Geister sehen und Insekten zu suchen. Die Insekten möchte ich komplett haben, weil das wäre dann schon ganz praktisch. So, ach nee, ich muss ja über die Brücke. Nicht wahr? Was soll ich? Mann! So, Beeilung. Keine Zeit für Späßchen. Es muss ja Nacht bleiben. So, wenn jetzt die Geistersee wieder da wäre, das wäre göttlich. Nein, es wird Tag. Habe ich recht? Nein. Geisterseele ist immer noch nicht da. Ah, okay. Okay, aber die Katzen sind da. Die Katzen. Das hat auch noch was zu bedeuten. Mann, Link, willst du mich verarschen, Link? Okay, Beeilung. Vielleicht ist die Geisterseele da, wenn ich mit ihr gesprochen habe. Bla bla bla. Es wird echt Tag, oder? Mann, ich will echt so einen Tag-Nacht-Wechsel haben. Also so, den ich selbst herbeirufen kann. Das wäre voll geil. Aber naja. Das ist wohl zu viel verlangt. Nicht wahr, Omi? Geht es dem Mädchen also gut? Ich kann dir nichts anbieten. Aber für dich bitte wie zu Hause. Okay, warte mal, was müssen wir jetzt machen? Den Stab zeigen, ne? Das ist nicht der Stab. So. Oh, dieser Stab. Ist das etwa... Kannst du denn spielen mit dem Wollknäuel? Wie süß. Der Kopierstab? Yo. Bist etwa der Herold der Wolken? Nee, das ist ein anderer Link. Aus vergangenen Tagen. Skalbezort. In meinem Volk erzählt man sich, dass vor langer, langer Zeit die Königsfamilie, als sie noch mit den Kumulanern verkehrte, von diesen einen Stab geschenkt bekam, dem eine seltsame Kraft innewohnte. Diesen Stab bezeichnete man als den Kopierstab. Aber nur einem von der Königsfamilie anerkannten Herold der Wolken wurde es gestatten, diesen Stab zu tragen. Und unser Volk bewahrt auf Befehl der Königsfamilie seit langer, langer Zeit ein Dokument auf, das der Herold der Wolken braucht. Das hier ist dieses Dokument. Bitte nimm es. Du hältst das Kumulaner... Schon wieder verschluckt, ey. Wenn ich so reden will, wie ich sonst manchmal mache, wenn ich so laut anfange zu reden, dann verschlucke ich mich. Das ist eklig. Es ist eine alte Sprache der Kumulaner verfasst. Aber der Text hat einige Lücken. Genau, jetzt müssen wir nochmal zu Jargo oder Jargo, meinem Hund, gehen. Mit ihm nochmal sprechen. Bla bla bla. Ich bin so froh, dass ich hier geblieben. Dass ich hier geblieben bin. Wenn ich dieses Mädchen nicht getroffen hätte, wäre alles anders geworden. Das Zusammentreffen mit ihr muss eine göttliche Fügung gewesen sein, um dich von diesem Ding zu unterrichten. Cool, das ist das einzige Item, was ich hier drin benutzen kann, glaube ich. Ich war Kätzchen. So, fliegt jetzt vor an die Wand dahin so. Nein. Quietsch. So, Geisterseele, wenn du jetzt da bist, ne, das wäre göttlich. Ansonsten, also die andere Quest mit den Katzen und dem Huhn, werde ich jetzt auf jeden Fall tun. Tun. Ich muss ja hier hoch. Also ich glaube wirklich, dass sie da ist. Die muss da gewesen sein. Ich erinnere mich jetzt, wenn es erst gestern gewesen wäre. Dabei war es heute Mittag. Mann, geh hoch. Und? Ja, sie ist da. So, meine Geister. Wenn jetzt Tag wird, ne, dann raste ich aus. Dann raste ich ohne Witz aus. Dann raste ich richtig aus. Aber der Mond steht noch hoch am Himmelszelt. Also, mein Link, geh doch mal nach oben dann. Warum geht er automatisch nach rechts? Ist voll dumm. Ja. Wieder die Zeitverzögerung, die mir so ein bisschen Sorgen bereitet. Leute, mein Link, nicht mit den Hinterbeinen rauf. Falscher Knopf. Bam, das war übel. Bam. Und. Gas. Wunderbar. Um mal so zu zitieren. Okay, dann würde ich sagen,
Ach nee, Quatsch. Nein! Aber ich kann mich ja verwandeln, ne? Wir müssen jetzt eh zu dem Huhn. Die Quest werde ich noch erledigen. Wir haben noch 6 Minuten Zeit. Ich weiß, dass die Quest sehr lang ist. Weil ich, wie gesagt, ein Let's Play gesehen habe. Und der hat dafür 15 Minuten gebraucht ungefähr. Allerdings hat der etwas nicht gefunden, wovon ich weiß, wo es ist. Und deswegen hoffe ich, dass ich das vielleicht in 5 Minuten sogar packe. Werden wir sehen, wa? So, Huhn. Wie hast du nur hierher gefunden? Das ist ein vergessenes Dorf. Und der hat so komisch gesprochen, ne? Wir haben hier 30. Nee, maximal 20 dürften es sein. Jedenfalls haben sich hier ein paar Katzen, die früher hier gelebt haben, im Dorf angesiedelt. Ich denke, es dürfen nicht so viele sein. Viele für dich sein. Könntest du dich nicht an wenig mit ihm beschäftigen? Klar. Du bist ja richtig nett. Du musst einfach nur mit euren Katzen einmal reden, damit sie dich nicht so einsam fühlen. Aber wenn du das Dorf verlässt, bevor du mit euren geredet hast, musst du natürlich wieder von vorne anfangen. Ach ja, du musst ja auch noch wissen, wie du mit diesen reden mit denen reden kannst. Du musst sie von der Seite ansprechen. Also, all is klar. Okay. Oh mein Gott. Na, komm, komm, jetzt wieder die geile Mucke. Es ist manchmal. Moment. Es ist die gleiche Katze wie am Anfang. Als es erstmal. Ach, was mache ich denn hier? Ich muss doch Wolf bleiben. Als es erstmal hier gegangen sind, da war die gleiche Mucke. So, wir müssen jetzt mit allen Katzen einmal reden. Hier schön. Miau, ist das lustig. Nummer 1. So. Müssen wir wirklich mit allen einmal reden. So, und du bist gleich mal eine schwierige Katze. Miau, ist das lustig. Nummer 2. So, ich gehe am besten ein bisschen systematisch ab, damit ich auch nicht durcheinander komme. Nummer 3. So. Da ist auch noch ein, okay. Miau, ist das lustig. Nummer 4. Es gibt 20 insgesamt, wie gesagt. Allerdings kann ich schon mal sagen, dass die späteren Katzen mieser versteckt sind. Nummer 5. Noch eher neben irgendwo welche. Ja, hier ist eine. Ist das lustig? Nummer 6. Umdrehen, Link. Ne, hier ist keine, okay. Das Blöde ist auch natürlich, die Katzen folgen mir so ein bisschen. Und deswegen kann ich da durcheinander kommen. Okay. Gehen wir mal hier hinter. Oh, Herzen, die kann ich gebrauchen. Und Pfeile nicht. Aha. Ja, was ist lustig? Nummer 7. Die sprechen jetzt alle so einen coolen bayerischen Pseudo-Akzent, okay? Ich kann ihn noch nicht wenden. Ja, was ist lustig? Nummer 8. Oh, da drin ist eine, okay. Miau, ist das lustig. Nummer 9. Das Glas wackelt ja schon voll. Hab ich's gesehen? Naja, Mann. Ey. Die Häuser gehe ich am besten erst später. Weil ich nicht durcheinander kommen will. Ich sag dir nicht in die Häuser gehen. Oh Gott. Mann, ich verschluck mich ständig. Das ist nicht schön. Ist mir vorhin nicht passiert, als ich normal gesprochen habe und vorhin Portal aufgenommen habe. Ohoho. Wenn diese Folge hier veröffentlicht wird, ist der Portal schon vorbei. Ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls habe ich gerade eben das Spiel komplett aufgenommen. Ach, war das ein schönes Spiel. Aber insgesamt finde ich Twilight Princess vielleicht doch noch ein bisschen besser. So, Nummer 11. Wir haben schon die Hälfte. Das ist schön. Ist das lustig? Nummer 12. Ja. Dann gehen wir jetzt mal schon in die Häuser, wa? Aha. Sie steht unter mir. Nummer 13. So, und da oben ist nämlich auch noch eine drauf. Da kommt man ganz gemein nur hin. Aber das wusste ich schon vorher. Hab ich schon irgendwo mal gesehen. So. Hier drin sind schon auch noch welche. Ja. Miau, ist es lustig. Nummer 14. So. Miau, ist es lustig. Nummer 15. Wir haben fast schon, das ist schön. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir da mal oben rauf. Da hinten beim Huhn ist, glaube ich, keins, oder? Gucke ich später nach. Ich glaube, da ist nämlich keins. Bam. Wow, das war knapp. Keins hier? Doch. Da wurde er jetzt voll getarnt. Guck erst mal an. Wegen dem Boden. Als wieder eine, die so aussieht wie meine Katze.
Nummer 16. Hm. Noch mehr Kitties hier? Aha, der hat sich auch voll getarnt. Ja, ist es lustig. Nummer 17. Hm. 403. Da drüben! Da muss ich auch noch hin. Joa. Es dürfen jetzt gar nicht mehr so viel sein. Ups, hab ich mit dir schon gesprochen? Ah, wir kennen uns doch schon. Okay, man ist doch gut. Werd euch gleich so aggressiv, Mann. Fail. Ich bin zu blöd zum Kacken. Aha. Hier ist eine Cheater-Katze. Miau, ist lustig. Nummer 18. Ah, und das ist Nummer 19? Ne, eine von den beiden habe ich noch nicht. Miau, ist lustig. Ich kenne die schon. Oh, dann ist die. Oh, geil, Nummer 19. Ich weiß, wo Nummer 20 ist. So. Nämlich da oben drauf. Daneben. Komm, zieh dich hoch. Link. Link, du Trottel. So, ich glaube, hier oben ist nämlich keine. Guck lieber trotzdem nochmal nach, bevor ich Kacke baue. Die letzte müsste eigentlich da hinten sein. Ich guck trotzdem nochmal nach. Hier ist gar nichts. Okay. Mann. Da. So, jetzt müssen wir nämlich auf die Idee kommen. Oh, Herzen. Brauche ich gar nicht, weil ich ja gleich eh ein Herzteil kriege. Hier mal durchzuspringen. Schaffe ich das so? Als Mensch? Ich bin doch cool! Oh, alter Schwede. Bin ich noch weiter gesprungen? Ups. Wer ist hier runtergesprungen? Wo ist sie? Hm. Ist sie irgendwo runtergefallen? Ja, da ist sie. Das war's, Mann. Ist das lustig? Nummer 20. Wahnsinn. Wir sind alle Freunde. Geil, sag schnell dem Boss der Hühner Bescheid. Okay, Mann. Ah, oh, das haben wir schon schnell geschafft. In 5 Minuten knapp. Da kann ich mich nicht beschweren. So. Fail. Mann. Link. So, mein liebes Huhn. Du hast also mit Ohren geredet. Noch herzlichen Dank. Dein Preis findest du vor dem Haus der alten Frau. Wahnsinn, vergiss, warte mal, vergiss nicht, ihn mitzunehmen, die du das, wenn du das Dorf verlässt. Alles klar. Vor dem Haus, genau, das Herz heißt, lag jetzt vor dem Haus, ich erinnere mich wieder. Wer hat das Fenster so schnell repariert? So kaputt. Voll scheiße. Aber gut. falsche Richtung. Verschluck mich hier nur noch, das ist übel. So, und hier ist das Herzteil. Ah. 3, nur noch 2. Haben wir schon wieder ein neues. So. Die Wolfsform. Habe ich keinen Bock mehr drauf. Wir nehmen die Katze mit. Oh, ist das süß. Die Katze will ich haben. Meine Katze. Was passiert, wenn ich jetzt mit der rauslaufe? Das werde ich jetzt mal probieren. So, Freunde, aber ich denke, der Part ist vorbei. Und im nächsten Part werden wir dann mal, ja, anfangen, die Eulenstadion zu suchen und nebenbei Quest zu machen. Ich glaube, ich stelle mir nochmal offscreen so einen kleinen Plan zusammen, wie wir das denn genau anstellen wollen. Die Katze ist weg. Ich werde mir, wie gesagt, schon wieder verschluckt. Offscreen so einen kleinen Plan zusammenstellen. Wow, Alter, du Arsch. Was? Zack. Bam. Einen kleinen Plan zusammenstellen. Mal gucken, was es noch so für Sachen gibt. Dann sage ich, bis zum nächsten Mal und, ja, tschüss.